Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tales of Arise mit mir, DF. Und bevor wir dieses Spiel überhaupt anfangen, bevor ich überhaupt anfange zu erzählen, würde ich sagen, gucken wir uns noch das Intro an, also dieses Anime-Intro, das läuft, wenn man das Spiel anfängt, das jederzeit jetzt hier anfangen müsste. Also eben auf jeden Fall, genau, hat das angefangen. Tales of Arise. Das war ein Anime-Intro. Ich wollte die ganze Zeit nichts sagen. Ich fand's cool irgendwie, aber zeitgleich war es ein bisschen merkwürdig. Ich bin nicht mehr so in Anime drinne. Aber ich habe Bock auf dieses Spiel. Ich habe noch nicht Tales of gespielt. Ich habe nur damals, also was heißt damals, aber vor kurzem die Demo gespielt. Die hat mir so sehr gefallen, dass ich das Spiel spielen will. Ich weiß gar nichts von dem Spiel, außer wirklich das, was aus der Demo war, und da war auch nicht viel. Ich kenne halt das Kampfsystem. Und in der Demo war nicht wirklich viel Story. Da waren diese, wie viele Leutchen waren es? 6, 7? Ich glaube, das waren 7. 7 Leute, die da unterwegs waren und während des Kämpfens immer sehr viel gebrüllt haben. Ich hoffe, das kann man ausstellen. Mehr weiß ich so nicht wirklich. Und dass Alpha nicht kochen kann. Das weiß ich. Stimmauswahl. Ich mache das Ganze mal auf Englisch, weil Japanisch mögen zwar einige. Ich mache mal das Spiel für mich selber ein bisschen leiser, weil das ist arg laut. Oh, ich habe mich da schon ein bisschen leiser gestellt. Vielleicht mögen das einige Japanisch, aber Englisch können halt mehr Leute, deswegen Englisch auch. Und für die, die halt kein Englisch können, da gibt es immer noch Untertitel, vor denen ich hoffentlich nicht vor bin mit meinem hässlichen Gesicht hier. Ich habe die gleiche Kameraeinstellung wie damals in der Demo, Punkt. Und bezüglich der Demo, da habe ich auf der PlayStation 5 gespielt und diesmal spiele ich aber auf dem PC, weil ich glaube, mein PC ist noch stärker als die PlayStation 5. Was heißt, ich glaube, er ist stärker und deswegen würde ich das auf dem PC spielen. Aber hier fehlt mir was. Hier steht zwar DLC und Lizenz, was ja ganz nett ist, aber hier fehlt irgendwas ganz Wichtiges für den PC. Ich meine, auf der Konsole kannst du ja vielleicht ein bisschen worst sein. Oh, heutzutage ist das auch nicht mehr ganz so Wurst, aber da fehlt was. Wo zum Fick sind die Optionen? Ich glaube nicht mehr, dass das Spiel in 4K gerade läuft. Wo sind meine Optionen? Naja, gehen wir auf ein neues Spiel.
Ich habe damals auf Mittel gespielt und das war, also das konnte man spielen. Ich wollte gerade sagen, angenehm. Man konnte das spielen, aber das war eben nicht angenehm. Das war jetzt nicht zu schwer, aber die Gegner waren mir, die Kämpfe haben mir ein Ticken zu lange gedauert, für was das für Gegner waren. Deswegen spiele ich auf normal, was das leicht hier ist. Handlung ist da ultra leicht, das ist fast keine Kämpfe. Eingabewartezeit. Stelle die Wartezeit für Tasteneingaben beim Ausführen von Angriffskombos ein. Lass mal auf lang. Vibration lassen wir drin. Kartenorientierung fest. Ja, bitte. Zielmarkierung Handlung. Lege fest, ob die Städtchenmarkierung benutzen möchtest, um handlungsbezogene Ziele im oberen Bereich des Bildschirms anzusagen. Ja, gerne. Lege fest, ob du die Städtchenmarkierung benutzen möchtest, um questbezogene Ziele im oberen Bereich des Bildschirms anzuzeigen. Für die Nebenquest. Ja, bitte. Untertitel, ja. Oder was kann ich? Ja, ich kann nur ja und nein. Kamerasteuerung, ja, alles normal. Kamerageschwindigkeit, irgendwas habe ich da geändert, ne? Ich weiß auch nicht mehr was. Kopfkamera an sich zurücksetzen. Lautstärke der Sachen. Scheiße, was habe ich damals eingestellt? Ich mach's mal so bei 30. Sowohl die Musik als auch die Soundeffekte. Dann tue ich hier in OBS das lauter stellen. Und die Stimme, die mach ich. Demon Fang! Mach ich so auf 70? Ja. You're finished! Oder auf 75. Pathetic! Demon Fang! You're mine! Okay. Ja, zustimmen. Steam-Controller-Einstellung. Okay. Helligkeiten anpassen. Grafikeinstellung. Hier ist das. Stereo bitte. Grafikeinstellung. Wie doof. Okay, das ist randlos. Im Fenster. Vollbild. Also ist es in 4K. Vertikale Synchronisierung ein. Frame-Limit 60. Ja, Menü-Textqualität. Texturqualität bitte auf hoch, schimmern und leuchten. Lumeffekt ein- und ausschalten, ja bitte. Also drinnen lassen, Bewegungsunschärfe, also lieber nicht. Stelle ein, ob Charaktere und Objekte in Bewegung mit einem Verzerrungseffekt dargestellt werden sollen. Das finde ich immer doof. Auflösungsskala, wie mit der polygonale Inhalt im Spiel dargestellt werden. Und ich glaube, 200 ist ja das Beste. Kantenglättung. TAA und SMRAA. AA steht für Anti-Analyzing. Anti-Aliasing, nicht Analyzing. Schattenqualität höher geht nicht. Bildbereich Reflexion. Lichtreflexion auf Oberfläche lassen wir. Antistropes filtern. Lassen wir auch drin. Umgebungskollision. Lassen wir drinne. Volumetrische Beleuchtung, ja. Bildbereich Schatten, ja. Globale Beleuchtung, ja. Tiefenschärfe zwischen den Quests und Plaudereien. Klasse, ja. Standardeinstellungen wiederherstellen. Ja, lassen wir dann so. Nein, wie speichere ich denn? Also auf die Taste. Speichern. Okay, dann. Ja, dann wollen wir los, oder? Das Spiel mit dieser Einstellung beginnen. Wir können das ja auch jederzeit ändern, denke ich mal. Weil dass die Einstellungen da sind und nicht irgendwie in einem Optionenmenü. In ages long past, it was believed that Mother Dana was indestructible and everlasting. Rena, on the other hand, was thought to be the domain of the gods, a paradise where the souls of the departed could rest forevermore. Oh, how wrong we were. In the face of Rena's unimaginable technology, its soldiers, clad in huge, shining armor, and its fearsome beasts, known as Zoogles, the prosperity and bounty of Dana all but disappeared overnight. That was 300 years ago. Oh. 300 Jahre. The world of Dana fell under Renan rule, and its new masters split the land into five distinct realms. And now today,
Orbis Calaglia, one of the Renan's five realms. It is ruled over by the tyrant Balsef, Lord of the Firemaster Corps. Unrelenting fire scorches this barren wasteland. Dust storms course over the rocks and crags, and no relief is to be found from the oppressive heat. The Danann people toil as slaves. Day after day they suffer, under the ruthless oppression of the Renan soldiers, with only one hope of escape. Death. Alter. Only in death is their agony finally brought to an end. They have forgotten what it means to be free. So complete is the Renan's domination. Das ist ja kacke. Tales of Arise. Du siehst versklavt, dass der einzige Ausweg der Tod ist, dass er auch irgendwie kein nettes Leben. Ich glaube, das ist nur untertrieben, was ich da gerade gesagt habe. Was sind das überhaupt für Dinger, die sie an der Hand haben? Oh Mann. Selbst die Kinder wollen mich verarschen. You call that pushing? Put some back into it, embedded. Ehrlich, dicker Mann in großer Rüstung schlägt ein kleines Kind. Iron Mask. Why you? Let me. What is this? Some kind of slave support group? Mind your own business, you worthless! All right, third squad! Time to regroup! Go on, get moving! Hey, wait for me! So, Eisenmaske wird er genannt. Thank you, Iron Mask. That's okay, Cole. Are you hurt? No, I'm fine. Iron Mask, you're bleeding. We need to get you looked at by Doc. That bad, huh? Better safe than sorry, I suppose. Okay, wir müssen zum Doc. Also zum Arzt. Bitte, Doc, dich zu behandeln. Wie nice die Kamera denn bitte? Ja, das wollte ich erinnern, und das ging, glaube ich, damals nicht. Outfits. Outfits, Zusammenfassung. Du kannst die Kostüme, die Frisur und das Zubehör aller Charaktere unabhängig von ihrer angelegten Rüstung ändern. Wenn ein Charakter eine neue Waffe erlangt, kommen auch neue Waffenskins hinzu. Hinweis: In bestimmten Szenen können Kostüme vorübergehend anders aussehen. Drücke im Outfits-Menü Y, um das derzeitige Erscheinungsbild deines Charakters als eigenes Set zu speichern oder um ein existierendes zu laden. Jeder Charakter kann bis zu 5 gespeicherte Sets haben. Das wollte ich gerade nicht. Okay, ich habe kein Outfits-System. Ja, die Kameraweite kann ich nicht ändern. Aber ich mach mal. Ich glaube, Soundeffekt ein bisschen lauter und die Musik auch. Und die Stimmen dann ein Ticken leiser, weil die waren. Also die in der Zwischensequenz, die waren mir viel zu laut. So. Ungenutzte DLC-Artikel, was ist das denn? Das Doppelflügelpaket. Die folgenden Objekte sind nach dem Abholen verfügbar. Okay, ich will hier aber nichts haben. Also ich will, selbst wenn ich DLC habe, will ich das nicht benutzen. Aber ich habe ja nur die normale Version gekauft. Okay. Moin, kann ich mich... Hey, hör auf, hier herumzulungern. Der herumzulungern, eingelassener. Ich gehe zu dem Jungen erstmal und dann gehe ich zu Doc.
Tut mir leid, Eisenmaske, wegen mir wurdest du verwundet. Mach dir keine Sorgen, Kleiner, ich habe dabei nichts gespürt. Deswegen sagt der Doktor immer, du sollst besonders vorsichtig sein, oder? Ja, aber letzten Endes habe ich entschieden, dich zu retten und ich bereue nichts. Also mach dir keine Sorgen, Cole. In Ordnung? Okay, danke, Eisenmaske. Hat Eisenmaske eigentlich... Nein, er hat nicht dieses Ding an der Hand. Die anderen. Wie Cole zum Beispiel. Cole ist auch ein Name. Der nächste Ziel ist mit dem Symbol Sternchenjäger. Zahl gibt die Entfernung zum Ziel an. Okay. Die ganzen Arschlöcher in ihren dicken, fetten Rüstungen, die den armen Leuten sagen, was sie zu tun haben. Die ganzen Arschgeigen. Aber was ich noch anmerken wollte, ist, dass man in den Einstellungen wirklich nicht viel einstellen konnte. Oder kann man das mittlerweile jetzt? Einstellungen, Grafikeinstellungen, nee. Das war echt nicht viel. Man kann zum Beispiel die Qualität nicht wirklich einstellen. Was mir irgendwie ein bisschen komisch vorkommt. Naja. Ich weiß ja auch nicht, was die Anforderungen sind für dieses Spiel. Hallo. Du bist der Doc? Ah, you again. Sorry to trouble you, Doc. Look after yourself and there'd be no need for sorries, would there? Now sit. Haben ein Kind beschützt, was willst du überhaupt? So, still unable to remember anything, I take it? Blank as always. Nothing but that strange dream. No face, no memories. Unable to feel pain, yet only too eager to take on everybody else's. What will we do with you? Here, let me see. You may not be able to feel pain, but that doesn't mean you can't be wounded, just like everyone else. If you're not more careful, you'll wind up dead without even realizing it one of these days. I watched another slave die today. More corpses than I care to count. Unfortunately, that's hardly a rare sight around these parts. Danans are always dying, and the Renans just watch. How long can this continue? Why doesn't anyone stand and fight? Keep your voice down, will you? Hast du mal gesehen, wie die Leute aussehen? If only it were so simple, my friend. There have certainly been uprisings, all right. 3 centuries worth of the damn things. As for all the good they've done, take a look around and judge for yourself. There. That should just about do it. Now, do me a favor and try to stay out of trouble so the wound doesn't open again. Doc, back when I knew nothing, you were the one who taught me just how things work around here. You know I'll always be grateful for that, but I can't just... The race is won by the calm and the steady. You're still young, you have time. Wait for the right moment, both for yourself and the world. Work will be wrapping up for the day soon enough. Don't sit around here. Go out and feel the breeze against your skin. Even a slave's entitled to that. Just do me a favor and keep a low profile, all right? You stand out enough in that mask as it is. Guess I'll go back to my room. Hole dich in deinem zugewiesenen Bett. Irgendwie kann ich einen Plot-Twist schon erahnen. Es muss nicht sein, aber... Wir waren nochmal... Elternbuch. Gegnerinfo. Nein. Aktivitätsdaten. In deinen Aktivitätsdaten kannst du deinen Fortschritt bei der Hauptgeschichte und dem Quest ansehen. Hier werden auch die Belohnungen für Nebenquests angezeigt. Greif mit Links direkt auf diese Daten zu. Also links auf den Steuerkreuz. Das deneische Volk wurde von den Renäern versklavt. Genau das wollte ich nochmal nachgucken. Also die Versklaven sind die Denäer. Die Sklaventreiber sind die Renäer.
Und habt ihr was gemerkt bei den Denäern? Die haben alle so ein Ding auf der Hand. Hier auf der linken Hand. Die haben alle so ein Ding. Der hat sowas nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Eisenmaske ein... Und der kann sich an nichts erinnern. Also ich kann glauben, dass er ein... Warte mal, wer war nochmal die Bösen? Bösen? Da weiß ich es noch nicht so genau. Ich kann mir vorstellen, dass er ein Renea ist. Aber das weiß man halt nicht. Vielleicht sogar ein hohes Tier bei den Renéern. Ich meine, das könnte dieser Plot-Twist sein in diesem Spiel. Geht es dir gut? Danke, dass du mich vorhin gerettet hast. Ah ja, man kann nicht mit Steuerkreuz spielen, sondern man muss wirklich einen Stick benutzen. Stick. Versuche da draußen nicht so viel Ärger zu machen, du fällst mit deiner Maske schon genug auf. Ja, ich mache nicht Ärger. Wie geht's dir? Kann ich nicht mit dir reden? Ich kann mit dir reden. Strahlung befestigen. Strahlaugen. Befestigen diese seltsamen Steine an unseren Körper und lassen uns dann schuften, bis wir tot umfallen. Das wären die routinemäßigen Schläge durch sie nicht genug, lassen sie, wenn sie so richtig schlecht gelaunt sind, ihre Zeug glaubenslos. Hast du eine Quest? Also das sind die Strahlaugen. Deswegen haben sie auch diese Steine an den Körpern und er hat eben so ein Ding nicht. Vielleicht hat er einfach keins. I'm a slave, just like everyone else here. Das glaube ich so auch how come nicht. I don't have a spirit core? Genau, das frage ich mich immer seit. Not like worrying about it'll change anything. Du, was ist hier los? Was schaust du so? Bist du auf Ärger aus? Lebst du noch? Keine Reaktion. Verdammt. Sieht nicht so aus, als ob diese Person noch lebt. Was ist mit dir los? Hast du Probleme? Da ist ein Zeuge. Jeder einzelne von euch eingelassen wird sterben und dann können wir mit euch nach Belieben verfahren. Jetzt verbrennt ihr in der Hölle. Was? Okay. Tut der Zeuge den bewachen oder wartet er, dass er ihn fressen kann? Geh ins Bett, Eingelassener, sofort. Wo ist mein Bett? Das ist da oben. Seufzt. Egal wie müde man davon wird, sie zu sehen. Rena und Negis hängen immer am Himmel über uns. Schasse, es ist, als würden sie über uns wachen und jede Bewegung von uns verfolgen. Dieses Leniges ist schon beeindruckend. Wir werden die Renea niemals besiegen können, wenn sie fliegende Schlösser wie dieses bauen können. Fliegende Schlösser? Linus und irgendwas? Was war das? Leniges, Rena und Leniges. Sind das die Planeten, die hier sind? Okay, ich gehe dann gleich mal am Bett. Hast du dich jemals gefragt, was die Strahlaugen überall verbrennen? Ich verrate es dir, es ist der Brennstoff, den wir für sie abbauen. Du wirst es nicht tun. Sobald wir ihn abbauen, nehmen sie ihn und zünden ihn an. Deshalb ist er jetzt hier so unglaublich heiß. Ich find's cool, dass da immer sofort ein Häkchen gemacht wird, so nach Motto, mit dem haben wir schon geredet. Ist aber ganz schön ätzend, was die hier machen. Wer hat die Erlaubnis gegeben, dich von deinem Arbeitsplatz zu entfernen, Eingelassener? Mach mal die Musik für mich selber ein bisschen wieder lauter, weil die war doch ein bisschen leise. Hört zu, was auch immer dieser Mistkeller euch antun. Denkt nicht einmal daran, euch gegen diese Strahlaugen zu wehren. Habt ihr verstanden? Ich weiß, wir hätten ohnehin niemals eine Chance, einen dieser Soldaten oder ihre Zeuge zu besiegen. Ganz zu schweigen von Lord Balzev. Sprecht über so etwas nicht in der Öffentlichkeit, ihr zwei. Wer weiß, was sie tun werden, wenn sie euch hören. Dass die Ausrufezeichen. Ausrufezeichen verstehe ich nicht. Können wir da noch weiterreden? Oh, ihr seht ein bisschen geschafft aus. Okay, dann ist das hier unser Haus. I should get some rest. Ja, ich glaube, die Stimme ist dann doch nochmal ein Ticken zu laut. Dann muss ich nochmal ein bisschen in Einstellungen. There! You're finished! Ich will zwar, dass das ein bisschen heraussticht, die Stimmen,
weil sie so laut sind, brauche ich es auch nicht. Doppelt so laut reicht ja erstmal. Ich kann einfach speichern. Ja, machen wir doch mal. Aber mal aus Sicherheitsgründen, keine Ahnung, ist da nichts passiert. Oh, ich bin Level 5, wann ist denn das passiert? Ich kann auch jetzt irgendwie nicht in mein Galt. Kann nicht in ein Statusmenü reingucken oder sowas. Rasten, ja bitte. Kann ja sowieso nichts tun. I wonder how many people have slept in this bed before me. Mine for now, but for how long? Bett. Ein Tomorrow's another day. I guess I should get some shut-eye. Ein Stück Stoff und ein Stein als Kissen. Bett. I'd better head to work. Ja, aber so, I've got business with the freight train today, huh? Great. Was tut er da? Geh lieber wieder zurück auf deinen Posten, bevor dich die Strahlaugen erwischen. Okay, dann gehe ich zu meinem Posten. Ich guck mal, ob hier Leute sind, die mit mir reden wollen. Great. Wenigstens time to start another day toiling away for the Renans. Am I gonna do this until the day I die? Ja, man muss ja wohl anscheinend. Wenigstens ist die Gehgeschwindigkeit angenehm. Ist nicht zu langsam. Und nicht so schnell, dass es mir auf den Knispel geht. Kann ich mit euch reden? Oh, was ist denn hier jetzt los? Gibt es eine Verletzung? Werde da draußen nicht zu leicht sehen. In Ordnung. Das sieht aber nicht gut aus, was hier los ist. Okay, ich muss... Kann ich mit euch reden? Du gehörst hier nicht her. Zurück auf deinen Posten oder ich sorge dafür, dass du es bereust. Ich wollte nur zu dem weinenden Kind dahin. Look lively, slaves. Let's see some work around here. Haben die nichts, was den Zug bewegen könnte, außer Menschen? Ja, sowas zum Beispiel. Okay, das ist cool, dass es Anime-Zwischensequenzen gibt. Mega laut sind, Leute. Okay. Da gab es eine Explosion. Wer sind das denn für Leute? Du Scheiße. Zephyr, she's here! Weil ich die Demo gespielt habe. Ja, die Zwischensequenzen sind mega laut, ey. Ich muss erstmal gucken, ob man sie leise stellen kann. Okay, sie ist wahrscheinlich dahin gesprungen, wo wir gerade sind. The girl's nowhere to be found. This hurts. Hey, Embedded, did you find anything? Not yet, sir. What do they expect from us on such short notice? Wieso klettert er da hoch? Hey, you're... Over there! Don't move! Go now! Huh? Hurry, get moving! Stay still! You cost us a lot of trouble, you know. Now we can do this the easy way, or not.
Sorry about that. It's just you. Okay, so schnell. Mit einer. Wie heißen die Dinger nochmal? Wenn man pumpen muss. Wir haben keine Waffe. Okay, wir haben eine Waffe. Ich hab das Kampfsystem, glaube ich, vergessen. Aber es ist sowieso erstmal ein Cutscene. Ach du Scheiße. Okay. Erstmal Matrix. Jump! Huh? Ach du Heilige. Ach du Heilige. Wird das nicht seine Männer? You all missed your chance to become Lord. Which means you lot live and die for me, the mighty Balsaf! Got that through your skulls? Now hurry up and bring me Shion! Shion! Ich hab ihren Namen auch mal vergessen. Warum diesen Herr, dass ich die Even the drinks Demo gespielt lost its appeal. Someone's in a bad mood. Lord Wolsey, ruler of Orbis Calaglia. Ah, but it's wild beast you prefer, isn't it? Do forgive me. Ganabelt Valkyris, what do you want? From what I hear, you seem to be having some trouble over there in Calaglia. As a fellow lord, I merely thought to ask whether I could be of any assistance to you. Enough with the false pretense. I can tell a rat when it's sniffing around. Forgive me. I can only imagine the emotional toll failing to ascend the throne not once but twice must take. A most distressing state of affairs. Shut up! It's none of your concern. The crown contest is proceeding apace, and so quickly, I must say. It won't be long before the victor is crowned as the new sovereign. I look forward to it, and you can be sure I won't forget our little chat. Nor will I. Until next time.